Moinsen, seid gegrüßt. Neue Runde Big Ambitions. Gerade mit der Nachricht kommt hier rein. Wir können hier Personal einstellen. Und zwar Aaron und Claude. Ich weiß nicht. Egal. Hier müssen wir beide erstmal Unternehmen festlegen, Zuweisungen aufheben. Jo. Und dann müssen wir die beiden auch auf Fortbildung schicken, weil der Headhunter, wir haben jetzt endlich einen, der für uns Personal sucht demnächst, aber der ist natürlich noch nicht gut genug. So, um 10 Uhr, eine Stunde, dann kriegen wir eine kleine Lieferung, nur 4 Schreibtische, 4 Laptops irgendwie, das bauen wir dann hier kurz auf. Und dann können wir mal schauen, dass wir hier das Personal noch ein bisschen passender umplanen. Ein bisschen mehr Zufriedenheit, aber insgesamt geht es eh nicht schlecht. So, genau, da steht die Sackkarre. Ja, dann ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Wartet mal jetzt noch ein bisschen. Versuchen wir zu gucken, ob es im Lower Manhattan District dann jetzt vielleicht doch nochmal irgendwann einen Einzelhandel zu mieten gibt, der für unsere Größe entspricht. Also hier haben wir einen 40er Verkehrindex, 30 Leute nur Maximum. Das ist mir eigentlich zu klein. Das andere gibt es aber aktuell gar nicht. Sehr bürolastig. Ist ja auch nicht verwunderlich, ist in dem Bereich. Ja, ansonsten wäre natürlich ein Einzelhandelsgeschäft. Das nächste, wie gesagt, ein richtig dicker Präsenteladen. Weil auch unser zweiter Präsenteladen, das ist der hier oben, ne? HK fährt Präsente. Das ist der große. Was bringt der noch so? Der präsente Laden an Umsatz. Was hier nochmal? HK Präsenz. Was? Der bringt nur 8000 plus. Warum? Warum so wenig? Ist ja echt wenig. Nee. Bevor ich also einen weiteren präsente Laden Zeit verschwende, werden wir Supermärkte machen, ne? Weil wir gucken gerne nochmal die Rivalen, die Leute. Er ist hier Huangua, ne? Supermarkt, Complete Foods noch ein Supermarkt. Damit alleine macht er 3 Millionen von seinen 5,6 gerundet. Super krassen Elektronikladen, ein Juwelier, auch interessant, weil es glaube ich, aber ne? So, der nächste. Auch Supermarkt, also Supermarkt. Oh, der hat ein Schnellrestaurant mit 276.000 wöchentlichen Einkommen. Respekt. Witziger Verkehr, 75er Größe. Die Bank? Also einen Kredit nehme, damit ich die Millionen habe oder die 2 Millionen auf dem Konto. Moin. Wir platzieren. Musik. Ich höre gerade so ein bisschen Musik nebenan, weil ich dachte, Nachbarn machen gerade so einen Soundcheck. Die machen ja irgendwann bald Party nächsten Monat. Wir machen hier schon mal einen Soundcheck. Hoffnung, dass man es nicht zu sehr hört im Zweifel, ne? Wie gesagt, müsst ihr sonst reinschreiben, Leute.
Nee, also eine Bank wird man, das sind alles solche Geschichten, die, glaube ich, kannst du ja nicht betreiben. Ich hätte auch gerne einfach so, das hatte ich schon mal gesagt, so wie bei Kapitalismen. Würde ich gerne, ne, dass man auch echt einen Radiosender gründen kann und seine eigene Werbung da schalten, ne? Oder halt einen Fernsehsender oder ein also Printmedien. Sonne. So, das war schon. Nur eine kleine Bestellung. Jetzt müssen wir gleich mal in die Personalverwaltung reingucken, ob wir denjenigen finden, der unbedingt einen Schreibtisch hier so ein Bürochef-Schreibtisch haben möchte. Mehr Zufriedenheit, mehr Umsatz, meinen wir immer. So, was ist hier los? Neue Kandidaten. Vollzeit, Vollzeit, Reinigung. Ja, nehmen wir alles, sehr geil, ne? Eigentlich gleich auf nicht zugewiesen machen. Spart man sich den einen anderen Klick. Oh, was? So, handeln. Nein, ist gut. Das war ungeschickt. Stanley, Liana, Emil und Gerald. Gerald, Schraut, was auch immer. Jo, Grundfähigkeit schulen, viel Spaß. So, wer wollte denn jetzt unbedingt einen Chefschreibtisch haben von den kleinen Meinis hier? Ja, Shirley. Ist das der Chef? Das ist ein Laptop. Ah, so, da liegt kein Grafiktablet. Ist ja ätzend. Ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwelche rumliegen, die ungenutzt sind. Kann natürlich sein, dass wir jetzt welchen was weg. Ah, guck mal da. Sehe ich auch, wo sie sitzt. Okay. Ja, so passt das. Elisabeth möchte einen Mehrzweckstuhl. Was denn der andere? Da, ein Stump Mesh Bürostuhl. Was ist das? Finden wir mit der Zeit vielleicht noch raus. Man weiß es nicht. So, erstmal egal. Wir wollen wieder nach Hause fahren. Oh nein, Soldat bei MT ist schon wieder Salat ausgegangen. Was machen denn unsere Einkäufer? Lagerbestand 3.500. Tag 95 wird wieder geliefert. Aktueller Lagerbestand sieht so aus. Verstehe ich nicht, warum das schon wieder leer ist, ehrlich gesagt.
nicht MT, vielleicht ja kein Salat. Das war bei den Logistikern, ne? Lager für Imbiss. MT. Das ist aber eigentlich der richtige Salat. Wir können ja nicht. Halt einfach zu wenig hier. Müsste das noch nicht aktualisieren? Ich dachte, dass man alles so auf 4 Tage einstellt. Ziele. Nicht so einfach. So, wir wollen die Tage schnell rumkriegen, ne? Wie gesagt, jetzt haben wir eigentlich unser Soll erfüllt. Ja, ein bisschen 2 Stunden wieder Computerspielen. Ja, da ist eine Nachricht von den nochmal neue Kandidaten. Vollzeit, alles Mögliche. Sogar noch ein Headhunter dabei. Wir nehmen sie alle. Kandidaten alle einstellen. Jo, machen wir natürlich. Unternehmen festlegen, erstmal keins. Ja. Und dann werden wir Grundfähigkeit schulen. Auch richtig. Okay, läuft doch. Ist hier noch wieder. Ach so, ist jetzt nochmal die Abschlussmeldung, ne? Ja, danke. Danke. Buchen Sie ab. Sie haben eine Vollmacht. Jetzt ist die andere Ausbildungsschiene durch. So, haben wir jetzt wieder 100 da? Ich glaube schon, ne? Dann kommen wir jetzt nicht ganz so leicht aus der Nummer raus. Anwalt 93, Kundendienst. Hier, 2 Kundendienstleute. Das ist sehr gut. Die kommen zu MT, ne? Hoffe ich zumindest. Ja genau, es fehlen uns hier noch Reinigungspersonal. Vollzeit 5-Tage-Woche. Vollzeit ist gut, aber was für andere funktioniert nicht so. 4-Tage-Woche. Vollzeit 4-Tage-Woche. Ja, was denken denn alle hier? Alle anderen arbeiten. Aber wie gesagt, hier sehe ich noch mehr Bedarf, ne? Weil die Schlangen einfach immer so übertrieben lang sind. Gut, achso, die anderen müssen wir noch wieder losschicken. Warte. Gehen wir mal kurz durch. Hier 98er Kundendienst.
Und noch ein 100er Kundendienst. Wir haben sogar noch zwei einmal vorsehen sollen. Also 98 und 100, das nehmen wir natürlich auch mit rein, ne? Auch noch nach MT. Burger. Okay. Ach, Richard Rose hier. Wir brauchen natürlich auch nochmal erstmal Restaurant. Outfit. Wo war das noch? Wir sind fünf da. Banner. Jo. Okay, Leute. Also rein in den Businessman. Drei Benachrichtigungen. Vollzeit Silberkrankenversicherung. Wieso ist er automatisch eine Silberkrankenversicherung? Aber Vollzeit ist ja auch bis zu 49. Also eigentlich müsste ich nochmal, ne, die Arbeit, könnte ja jeder theoretisch noch einen mehr arbeiten, ne? Obwohl nicht der. 49, 49, 42. Eine Stunde mehr geht. Bei denen geht das natürlich nicht. Da muss man entweder gucken, dass man immer noch jemanden findet, der auf Vollzeit arbeiten möchte. Die können immer nur vier. Weil bei fünf ist es schon über die Stunden gewünschte, ne? Ja. Na gut. So, wir haben noch einen, meine ich. Das sind ja auch alles diese abgeworbenen Leute. Mal gucken, was sind da noch welche, die ich jetzt nicht zugeordnet habe? Melba hier. Salazza. Salazza. 94er Kundendienst. Ein bisschen blöd, dass dieser Balken so klein ist, vor allem wenn man so viele Leute hat. So, da ist Melba Salazza. Auf jeden Fall Vollzeit arbeiten. So. Und alle anderen dürfen jetzt aber wieder arbeiten. Weil hier und sich fortbilden. Palim. Gut. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Salat ist uns leider schon wieder ausgegangen. Wir können aber jetzt noch bestellen, oder? Für MT. Lieferung. 350er Salat, 5 Pakete, hört sich gut an. Für Mittwoch. MH auch.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Road Richtung 2 Millionen. Bis dann, vielen Dank. Tschüss.